Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute ist Mittwoch, der 4.12. Und ja, es war ein heftiger Tag gestern, ein heftiger Schlag ins Konto der Bullen. Aber es hat sich so ein kleines bisschen angedeutet durch die Entwicklung von vorgestern, von Montag, dass wir vielleicht ein, zwei schwierige Tage bekommen. Der ist gestern eingetreten. Wir hatten eigentlich den größten Verlust prozentual gesehen, ja seit Wochen, kann man sagen, insbesondere wenn man Europa als Ganzes sich mal anschaut. Und hier den DAX im Besonderen. Man sieht, wir sind in der Spitze über 200 Punkte gefallen. Das ist auch mal nicht schlecht. Und wir haben praktisch mit einem Tag die Gewinne von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen sozusagen eliminiert oder neutralisiert. Nicht? Das kommt mal vor an der Börse, insbesondere wenn es so ruhig nach oben geht. Wenn man mit dem Aufzug bzw. mit der Rolltreppe nach oben fährt, irgendwann kommt der Fahrstuhl, der einen dann das Ganze wieder wegnimmt. Also deshalb ist es gut, wenn man frühzeitig agiert hat. Wir haben das übrigens gemacht bei den Handelssignalen. Wir sind aus den Aktien-Long-Positionen hier ausgestiegen zum Schlusskurs am letzten Montag. Kommen wir jetzt zur Entwicklung heute bzw. die mögliche Entwicklung heute. Man sieht zunächst mal DAX durch diese rot gestrichelte Linie gefallen. Das ist definitionsgemäß ein Abwärtstrend. Wir haben auch hier die blaue Linie gerissen. Wir sind jetzt hier in diesem Bündel, schwarze Linie, graue Linie. Das ist ein Bündel von Unterstützungen. Das ist schon mal positiv. Man sieht, die untere Grenze ist bei 9133, also nochmal ungefähr 100 Punkte. Und ist die Frage, wie geht es eigentlich unmittelbar nach so einem Tag wie gestern weiter? So gesehen kann man natürlich mal schauen, wo gab es denn das in der Vergangenheit. Ich habe hier eine Volatilitäts, nicht Explosion, aber schon eine deutliche Volatilitätsanstieg, den wir hier gesehen haben, inklusive einem deutlich über kurzfristig überverkauften Markt. Wie geht es jetzt tendenziell weiter? Gar nicht mal so schlimm, wie Sie jetzt vielleicht auf den ersten Blick meinen. Das ist ja das Schöne an der Börse. Meistens meint man so aus dem Bauch raus die Dinge anders, als sie dann tatsächlich sind. Wenn man nämlich sich mal anschaut, was passiert nach so einem Tag wie gestern, so in den nächsten 5 Tagen zum Beispiel, dann sieht man, dass man durchaus gar nicht mal so schlecht fährt mit diesem Pattern. Wir haben hier die nächsten 5 Tage einfach mal hier so im Überblick. Also man sieht, heute ist so ein leicht positiver Tag. Der Tag morgen ist recht freundlich, aber eigentlich haben wir jetzt die nächsten 2, 3 Tage von dem Pattern her eigentlich eine ganz gute Entwicklung zu erwarten. Wenn man nimmt, angenommen ich steige heute zur Markteröffnung ein und halte 4 Tage, dann bin ich hier auf dieser Linie in der Tabelle, habe im Durchschnitt eine Gewinnerwartung von 1.000 Euro, habe einen Net Profit nur mit diesem Muster gemacht von 89.000 Euro und mein Drawdown lag bei 13.000 Euro. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man hier 85 Trades, 62% Gewinner, 2,35 ist der Profit-Faktor. Schauen Sie mal hier, 89 durch 13, das sind Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 6:1. Und wenn man sich den Chart mal anschaut, dann sieht der eigentlich recht gut aus. Das ist die erwartete Portfolio-Kurve. Und wenn ich mir jetzt einfach nur mal das Jahr 2012 und 2013 anschaue, schreibe ich einfach mal eine 1 hin, hier ist der 1.11.13, dann sieht man, dass man hier, ich weiß nicht, so wahnsinnig viele Trades hat, aber dass die zumindest, schauen Sie mal hier, 75% der Fälle, 8 Trades, der letzte waren Gewinner, Profitfaktor von 10 haben, also ein sehr guter Wert und Chance-Risiko-Verhältnis ist hier sogar 10:1. Also was ich damit sagen will, ist letztlich, der Tag gestern ist gar nicht so schlecht, wie er vielleicht aussieht, zumindest mal auf Sicht der nächsten 2, 3 Handelstage. Sie haben es gerade gesehen, was ich mir vorstellen könnte, dass wir nochmal hier an die Tiefs laufen, vielleicht ein bisschen die Tiefs testen, aber dann im Laufe der nächsten 1, 2 Tage dann einfach wieder nach oben gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier nochmal so ein Pullback machen in Richtung 9,370 die Richtung und dann vielleicht nochmal nach unten abdrehen, dass wir also erstmal Konsolidierungsbedarf haben, aber das ist jetzt, wie Sie wissen, wir sind im Dezember noch gar nicht so auf der Tagesordnung. Im Moment sieht es für mich eigentlich nur so kurzfristig so aus, dass wir hier in dieser Phase sind, in dieser eher choppy Phase und dass wir dann demnächst wieder uns auf das Thema Weihnachtsrallye besinnen. Demnächst kann durchaus noch 1, 2 Wochen dauern, aber das ist so mein Fahrplan. Deshalb bin ich jetzt auch nicht besonders nervös oder besonders bärisch.
auf die Aktienmärkte, schon an der Tag wie, so ein Tag wie gestern, der gehört einfach dazu. Das ist einfach so. Es geht nicht immer nur in eine Richtung, es ist ganz normal, dass es auch mal nach oben trifft. Also DAX für heute durchaus moderat bullisch. Ich meine sogar heute, wenn es nochmal schwach wird, könnte man antizyklisch in jedem Fall sich schon mal auf die Long-Seite stellen. Aber das werde ich dann denen mitteilen, die die Handelssignale vom Börsenprofi abonniert haben. Kostenlos ist dieser Dienst, wenn sie Interesse haben, wenn sie sich einfach an die Mailadresse, die eingeblendet ist. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin erstmal Happy Trading und bis dann. Tschüss.